Upper Manhattan und Lower Manhattan. Weiß nicht, ob es das gibt. Zur Not korrigiert mich, das kann man, jetzt können wir dann immer nach im Nahen noch ändern. Hochlandviertel, ja, Hochland. Ich mache hier doch keine Käsewerbung, ihr Nasen. Also wirklich. Das hier wird Upper Manhattan. Enter. Richtlinien. Jo, Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Steht. Cool, steht die Planung. Aber Manhattan kriegt. Hightech-Wohnhäuser aber auf alle Fälle. Fupp. So, mal gucken, was können wir denn hier eigentlich noch reißen? Klein Texas. Richtlinien. Was? Mögliche Industrie durch Nichtbeachtung einer Sicherheitsrichtlinie noch effizienter, wenn doppelte Industrieprozesse waren. Zwei Cent hier drauf. Dann kann da auch mal ein bisschen was abgehen. Und hier müssen wir nochmal gucken, was wir denn hier machen. Naja, Upper Manhattan ist. Wird, es sieht schon ganz geil aus. So, und was ich sage zum Thema geil aussehen, sollten wir vielleicht jetzt hier mal anfangen, die Sterntore weiter zu verbinden. Jupp. Und der irre Verkehr geht weiter und ich würde sagen, wir gehen von der Station einfach mal dahin. Und von der aus könnten wir nach da. Ja, das geht auch. Ich würde gern von da auch gleich nach da. Und wenn wir von da sind, können wir auch noch da. Das wird wieder Verkehrsfolge, wie es aussieht. Oder? Zack. Die Leute, die von hier hinten, könnten wir eigentlich auch noch anknipsen, falls sie da hinten zur Arbeit wollen. So, dann müssen wir gleich noch mal ein, zwei runde Türchen machen. Oh. Ach, dahin geht's. Machen wir was so rum. Wenn's Gefälle zu steil ist, dann halt so rum. So. Linienwerkzeug. Na, dann planen wir doch gleich mal ein paar Linien durch. Neue Linien hinzufügen. Ja. Haltestelle hinzufügen. Wo ist die nächste? Haltestelle hinzufügen. Haltestelle hinzufügen. Haltestelle hinzufügen. Und Haltestelle hinzufügen. Und. Neue Linie. Die geht genau andersrum. Zappada. 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 Und zappada. So, das heißt, die haben da schon mal eine nice Verkehrsanbindung. Und ich hätte jetzt hier am Gipsen so ein kleines Flitzerdreieck. Was habe ich da gerade getan? Irgendein Mist wahrscheinlich wieder. Na, okay. Haltestellen hinzufügen, Haltestellen hinzufügen. Linie abschließen. Halt, Alter. Hier muss man genau aufpassen, was man macht. So, das heißt, die sind hier angeknüpft. Die können da überall hin pendeln. Das sieht auch schon mal ganz nett aus für die Jungs und Mädels. Weißt du? Och, Leute. Wenn er zu dusselig ist zu bauen, der Tenno, ist das halt normal, dass er sich so doof anstellt, ne? Ah ja, das ist einer. Wir sind zu hoch, das ist eins von unseren schönen Flugzeugen. So, raus und da wieder rein, weil hier muss noch eine andere feine Anbindung sein. Und zwar würde ich sagen, halt, komm mal. Nein, ich will eine neue Linie. Neue Linie. Haltestelle. Haltestelle.
und Linie abschließen. So, das heißt, wir haben hier auch eine Pendellinie. Die sind so weit rangebaut, das heißt, da muss nicht mal mehr ein Zero-Point-Modul hin. Okay, die U-Bahn ist schon ganz kräftig unterwegs mit ihren 3700 fast. Jo, okay, dann gehen wir mal aus dem Menü wieder raus. Halt, Blödsinn, nicht abreißen. So, hier haben wir jetzt unser Upper Manhattan. Das ist... geht eigentlich schon ganz gut. Hey, die Toten beruhigen sich hier langsam auch in Ankh-Morpork. Ich fasse es nicht. Wir kriegen weniger Tote. Das ist ja sowas von geil. Geil, geil, geil. Ich habe einen Lego-Stein. Ja, Nadine, du wirst es kennen. Der Witz ist ja von dir. Okay. Hier ist noch nicht so viel los. Hier sind die Zero-Point-Module. Ich hoffe, die mache ich irgendwann mal. Fragaboom. Zum Thema Fragaboom. Was sollten wir hier vielleicht nochmal hinsetzen? Krankenhaus auf alle Fälle. Ganz ehrlich. Eine Feuerwehr direkt am Flughafen. Und wir sollten die Cops auch nicht Nein, einen Knast brauche ich jetzt erstmal nicht. Eine Polizeiwache. Oh, ist sie süß. Aber ich denke, da sollte so hinpassen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen dusselig, aber komm. Nee, ich habe da jetzt keine Lust hier auf weitere Diskussionen. Zack, du hast ein Zero-Point-Modul, lass mich in Frieden. Was haben wir hier denn noch? Kernkraftwerk. Atom Solar Power Plant. Ah, okay. Aber erstmal nicht so viel Geld raushauen sollen. Da ist ja der nächste. Düsenflugzeug. Das ist... Marinas. Fuerte. Flieger. So. Ne, Fülli, dein Flieger nach Fuerte hebt ab, ne? Tschüss, Gönn. Wie viel hast du eigentlich drin? Hey, schon ganze 6 Personen. Na dann, aber... Achso, und jetzt kommen auch einmal Tote. Ja, ja, ich lobe Ankh-Morpork und dann haben wir hier wieder die Toten am Hals. Das ist ja wieder mal... Alter Verwalter. Ja, hier tut sich irgendwie nichts. Das ist alles noch ausgewiesen als Gewerbe, als Gebiet, aber irgendwie... ist da nichts los. Das ist irgendwie... ein Atlantis-Stargate hier. Davon haben wir jetzt mehr genug. Okay, hier kann ich glaube ich dann gleich wieder... Ja, hier machen wir gleich die nächste Riege Hochhäuser hin. Ich möchte es ja so hübsch wie möglich hinkriegen. So, Manhattan, da müsste ja eigentlich aber gleich noch der große Central Park kommen. Dann mal gucken, wie wir den anlegen. Ein bisschen Ähnlichkeit soll das Ganze dann doch schon haben. Ich will es nicht so nennen, sondern es soll halt auch ein bisschen so danach aussehen. Das heißt, die mache ich noch fertig und hier kommt dann ein großer Park hin. Ja, okay, ein Päckchen wollen wir. Aber erstmal wollen wir das Park, den kleinen Park da machen. Bis 4 kann er ja mal wieder erzählen, der Doktor. So, dann haben wir das schon mal und können hier dann die nächsten Wohnblöcke ausweisen. So, dann ziehen wir die hier auch noch rüber. Das sieht ja ein bisschen dusselig auszuweisen hier. Schrägflächen. Um das Tor sollten wir da was bauen? Ich weiß nicht. Können wir erstmal so lassen, aber langsam wird das hier mit den Hochhäusern, das nimmt schon. Und mal gucken, was die beiden da jetzt bauen, was das wird. Okay, ein kleines Hoch. Der sieht ja kultig aus. Genau, palim, palim. Da folgen wieder Updates. Hier wird wieder zugezogen, hier wird gebaut, hier wird mitgemacht. Jawohl, ja.
Guti, 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 guti mit der Mutti. Hier flattern die Flugzeuge auch schneller, als man gucken kann. Dann können wir hier im beschaulichen Saarstedt noch mal kurz ein bisschen weiter machen. So, aber hier gibt es dann doch nur die kleinen beschaulichen Straßen in unserem kleinen beschaulichen Saarstedt. So, mal gucken, ob das klappt, was ich mir denke, dass ich es haben möchte. So, 4 sind hier. Nochmal 4 wären hier. Und die letzten 4 sind hier. Dusselbauprojekt 2.0. Nee, ich möchte das da. Tschüss. Nein. Och, Tenno. Ja, der Ort ist bereits belegt. Du musst auch nicht überall anknüpfen, wo man... Oh, ey, Drecksding. Alter, belegt. So, nur aber. Genau das hatte ich vor und hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil ich... Ah, lassen wir es einfach. Es ist ein bisschen aufgelockerter. Wird sich der Troll der Städteplanung in mir schon irgendwas gedacht haben, weil. So, Vorhersage Troll. Jo, Wasser haben wir. Bitte. Nicht, dass ich mich dann wieder mit dem Wasser trolle und wir wassertechnisch mal richtig in die Röhre gucken, was natürlich auch ein bisschen dusselig wäre, aber ist bei meinen Bauten ja eigentlich so auch nichts Neues. Und mal ganz ehrlich, wen von euch würde sich das da noch wundern, dass er hier wieder zu dusselig ist, auch ein Gebüsch zu wecken und wir haben eine Scheiße baut, die da nicht hin soll. Keiner, ne? Genau. Das sieht ja doch jetzt auch ganz nett aus. So, und dann würde ich jetzt hier tatsächlich mal gucken, dass wir hier einen großen Park kriegen. Was haben wir da? So, an Parks habe ich tatsächlich gar nicht so viel. Platz mit Bäumen, kleiner Spielplatz, großer Spielplatz. Park mit Bäumen, ja, der ist aber so kleiner Park. Noch, Leute, ich kann jetzt schlecht rausgehen und bei Steam was raussuchen. Ein Star Trek, ein Karneval. Nö, ich weiß, du brauchst Strom. Ja, und vor allen Dingen finde ich das hier wieder so extrem ätzend. Er wird einfach dran geklatscht, so wie er... Alter. Ja, da kommen doch gleich noch mehr. Dann kriegt man nicht gleich Pipi in die Augen. Und ganz ehrlich, das sind so die Momente, wo ich mich frage, was soll der Scheiß? Ja, ich hab's jetzt an der Straße dran. Ah, und es passt nicht. So, du wirst nochmal verschoben und zwar genau. Ja, nein, Gebäude muss an der Straße liegen. Tut's ja auch nicht, ne? Das ist echt der größte Hohn, wenn man sich das hier anguckt. Muss an einer Straße liegen. Muss an einer Straße liegen. Ey, scheiße, das Ding liegt an einer Straße. Wirklich
wirklich, Leute. Hört mit dem Scheiß auf. Das liegt an der Straße. Was soll das? Das Gebäude muss neben der Straße platziert sein. Ja, ist das hier keine Straße? Nee, ist keine Straße. Ich sehe das schon. So. Und damit das Central Park mäßig passt, ziehe ich jetzt hier die nächste Straße rüber. Allerdings diesmal wirklich nur hier. Nein, er hat es schon wieder getan. Es ist doch zum... Echt ins Essen brechen. Führe ich da in der Mitte den Kiesweg durch, ist mir jetzt auch eine Latte. Aber ich möchte jetzt hier die Parks hinkriegen, ne? Geht auch. Haben wir noch irgendwelche kleineren Parks, die man da dran knipsen könnte? Kann man. So, Dalle. Ah. Ja, hier soll wirklich ein Kiesweg durchgehen. Und da halt auch. Und dann haben wir hier schon so eine kleine Parkgegend hier für unsere Mitbewohner. So, Dalle. Haben wir das schon mal. Na, ah, die Sonne geht weg. Langsam wird es kalt hier oben. Okay. Kommt davon, wenn der Dussel auch nur im T-Shirt da sitzt und das bei 13 Grad Außentemperatur. Oh, da ist was abgebrannt. Das ist aber unschön. Tschüss. Aber warum? So, letzte kleine Feuerwache. Dann kann es da auch gelöscht werden. Und wir wollen, die wollen Industrie und Commercial. Ja, ja, und euch fehlt's an gebildeten Arbeitern. Ihr habt da auch nicht mehr alle an. Naja, was soll's. Dann geben wir ihnen doch mal ein bisschen mehr Industrie. Eins, zwei, drei, vier. So, Dalle. Wow, und es geht hier gleich richtig ab. Na dann, sagen wir doch mal Feuer frei. Schrott dafür. So, was haben wir hier? Also, naja, vielleicht wächst Klein Texas dann noch mit seiner Oil Industry. Nebenbei ist das Sternentor schon angeschlossen. Nein, ist es nicht. Der Dussel hat es noch nicht angeschlossen. In diesem Sinne, Flansch. Ach komm, dann verbinden wir die restlichen Türchen jetzt auch mal hier. Da müssen ja noch keine Linien langfahren. So. Aber zumindest da, bis wohin das schon mal gekommen ist, können dann die ersten Linien fahren und ihr Unwesen treiben. Beziehungsweise ich sollte die Linie noch planen. So, neue Linie hinzufügen. Das wird eine kurze. So, nach darüber. Ja, dann sollte ich da auch irgendwas haben in Richtung Tunnel, das ich da anbauen könnte. Ich Dusselkopf. So.
Und nochmal, dass wir eine schöne Rundstrecke kriegen. Also, Dussel. So. Ja, und ihr habt wieder nicht genug Arbeiter, ist ja schon klar. Und tschüss. Hallo, ich hab doch gerade. Achso, falsches Menü, okay. Sorry, Jungs, sorry. Aber na, sorry. Nein! Na. Ach, dusselig wie. Ich sag's nicht mehr. Ah, hier geht's doch voran. Gefällt mir. Genau. Wenn es euch gefällt, lasst ein paar Kommentare da. Oder klickt auf Gefällt mir oder auf was auch immer gerade zum Liken da ist. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es auch in die Kommentare. Man lebt ja von Kritik und ne, je mehr Kritik ich habe, also ne, wenn man Kritik hat, Kritik bekommt, ey, Tenno, mach einen Knoten aus der Zunge. Davon kann man Megalopolis. Ja, wie tutti ist das denn? Wir haben freigeschaltet das nächste Quadrat und Monumente. Und was gibt's danach? Und wir sind am Ende der Spirale angelangt. Mehr als 65.000 People, da gibt's da nichts mehr für, so wie es aussieht. Wir sind voll. Hey, voll. Kornbrot. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, hier kommt jetzt Lower Manhattan hin. Und eigentlich Lower Manhattan müsste ja hier unten noch einen Hafen gegenkriegen, ne? Zumindest ein Hafen gehört dahin, ne? Das ist die Ulmenhöhe. Ey, Alter, ich breche ins Essen. Da kommt noch sowas. Nee, nix da. Wächter. Das ist Lower Manhattan. Ulmenhöhe, Alter. Ohne Worte. Bist du Knorke auf der Borke? So, hier kommen Hightech-Wohnhäuser auf alle Fälle hin. Besteuerung. Wollen wir nicht Dienstleistungen? Lalalalalalala.